أحب الله وال أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله وال والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Die Frage heute: Darf eine Frau parfümiert herausgehen? So heißt es in einer Überlieferung, die An-Nasa'i und Ibn Khuzaymah berichtet haben und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala als Sahih in Sahih al-Jami' klassifiziert hat, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arda, qal. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sagte, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qawm, لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَا. Jede Frau, die Parfüm aufträgt, daraufhin unter den Leuten umhergeht, so dass diese ihren Duft riechen können, ist wie eine Unzuchttreibende. Und Al-Mannawi, rahimullah ta'ala, sagt in der Erklärung zu dieser Überlieferung im Werk Faid al-Qadir, الزانية أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا. Sie wird deswegen eine Unzuchttreibende genannt, weil sie sich hier der Zina ausgesetzt hat, indem sie diesen Duft aufgetragen hat. Das ist natürlich nicht dasselbe wie die tatsächliche Zina, aber sie hat hier Verlangen ausgelöst, diese Frau, die Parfüm aufgetragen hat, und die Sinna ist hier nicht weit entfernt von ihr. Und so heißt es in einer weiteren Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala in Sahih al-Jami' als authentisch klassifiziert hat, dass Zainab al-Thaqafiyya radiyallahu anha wa ardaha sagte, عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحدكن إلى المسجد فلا تقربن طيبة. Wenn eine von euch Frauen zur Moschee geht, so lasst sie kein Parfüm berühren. Und es heißt in einer weiteren Überlieferung, die Al-Bayhaqi überliefert hat und Ibn Khuzaymah als Sahih authentisch gezeichnet hat, und sie ist auch von Al-Mundiri in At-Targhib wa At-Tarhib aufgelistet worden. So hat Abu Huraira radiallahu anhu wa arda eine parfümierte Frau auf der Straße gesehen. So sagte er zu ihr, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Ich habe den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam wahrlich sagen hören, مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاتَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلُ. Abu Huraira sagte zu dieser Frau, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eine Frau herausgeht zur Moschee und ihr Duft stark ist, wird Allah kein Gebet von ihr annehmen, bis sie nach Hause geht und sich selbst wäscht. Bedeutet, dass der Geruch nicht mehr für andere wahrnehmbar ist. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala sagte in Fath al-Bari, wat-tibu الذي له رائحة لو شرع لها كانت فيه زيادة في الفتنة بها. Das Parfüm, welches einen Geruch hat, wenn es ihr erlaubt wäre, so würde dieses die Fitna mehren, die Versuchung mehren an der Frau, weil sie dadurch Verlangen bei den Männern auslöst. Dieses ist verboten für eine Frau, dass sie herausgeht, parfümiert und sich und anderen der Fitna aussetzt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك.